Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Lego City Undercover. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind wieder hier in Lego City, heute wieder beim Kran, im zweiteiligen Part von der Bauarbeiter oder der Bauarbeiter Chase, so wie ich es gerade sagen würde. Wir brechen jetzt erstmal hier ein und gönnen uns den nächsten Megastein. Im letzten Part haben wir unsere neue oder letzte Fähigkeit bekommen, oder eher gesagt Outfit vom Bauarbeiter. Der heißt Bauarbeiter Chase, würde ich jetzt mal sagen, und wir sind jetzt heute hier, um erstmal den Kran zu bauen. Vorab gucken wir uns hier nochmal ganz kurz um und machen nochmal hier was kaputt. Nee, geht leider nicht. Dann würde ich sagen, fangen wir an und bauen mal ganz schnell den Kran, der 40.000 kostet. Oh Gott. Aber sieht schon mächtig und imposant aus. Mal gucken, was wir damit anstellen können. Das machen wir natürlich sofort. Im letzten Part haben wir auch noch hier tatsächlich das Logo, meine ich, entschuldigt, vom Ersteller-Team hier gebaut, sowie ein Lego-Figur und die kleine Ente da hinten. Die Ente ist natürlich das Beste. Und der Kran, oh Gott, ich hoffe, ich fahre ihn nirgendwo gegen. Ah, nein. Eine holprige Fahrt. Ich habe schon Angst, dass ich was Falsches mache. Aber ich glaube, das müssten wir hinbekommen mit unseren minderen Fähigkeiten. Ich könnte sie mit meinen bloßen Händen anheben. Genau. Hey, aber in den richtigen Graben damit. Mach kein jetzt. Die anderen. Wo soll's denn hin? Boah, das ist ja easy. Keine Sorge. Ich komme wieder. Schön, dass du wiederkommst. Aber ich muss auch noch sagen, ich feiere den Akzent des Bauhoch, des Vorarbeiters. Denn damit werde ich Rex hochgehen lassen mit dem sehr, sehr langen Arm des Gesetzes. Na, so schlecht war der nicht, oder? Hinbekommen. Let's go. Und jetzt hauen wir auch damit ab, oder was? Bitte. Oh, jetzt müssen wir rausfahren. Let's go. Zack, eine kleine Kehrtwendung. Tut mir leid für die armen Bauarbeiter, die können natürlich dafür nichts. Einmal aufs Gaspedal, Chase. Und ab geht's. Run, boy, run. Spirit to sound. Das ist, nein, ich sollte aufhören zu singen. Ist nicht so gut. Komm. Du hast den Kran, Jimmy. Klasse. Rex wird begeistert sein. Ja, natürlich. Bring das Ding zu Rex, wo immer er auch ist. Du bist mir ein Spaßvogel, Jimmy. Mit Danke. Mit dem Kran haben wir was ganz anderes vor. Ich mach das Tor auf, damit du ihn hier rauskriegst. Danke. Oh, tut mir leid, jetzt bist du ein bisschen platt. Oh, wo sind wir denn hin? Oder wo sind wir gelandet? Raus aus dem Kran, Jimmy. Let's go, natürlich. Klar, warte eine Sekunde. Hey. Mann. Danke. Warum? Ich muss nämlich zur Sternwarte fahren. Sternwarte, interessant. Pass auf, dass mir keiner folgt. Natürlich, Sir. Ich habe so ein Gefühl, dass heute Nacht jemand versucht, die Gang zu unterwandern. Weiß ich nicht. Nein. Doch. Einfach da. Kann man das Outfit haben? Ich würde das gerne haben, dieses Outfit. Ich glaube, das wird mir gut tun. Verkleidungen sind genau mein Ding. Richtig. Ausgerechnet heute habe ich meine Brille vergessen. Uff. Da muss er ein bisschen besser aufpassen oder besser fahren lernen. Wir haben einen roten Stein. Drei Marken, ein neues Fahrzeug, eine neue Person. Natürlich die 100%. Wer sonst anders als ich? Einen goldenen Stein und wir setzen fort. Ach, ausgerechnet heute habe ich meine Brille vergessen. Uff. Da muss er ein bisschen besser aufpassen oder besser fahren lernen. Wer meine. Hallo Ellie. Bald müsste ich wissen, wo ihre Basis ist. Klasse, Chase. Woran hapert's denn noch? Mein Kontakt in Rex Gang hat vorher noch was bei der Sternwarte vor. Aber okay. Du kannst es dir schon mal sagen. Wenn Rex ihren Dad festhält, dann in der Basis. Ah, wir sind schon gleich da, das ist gut. Aber ich konnte sie bisher nicht erreichen. Sie ist es wohl leid zu hören, dass sie mit dem Hund rausgehen soll. Dann rufe ich sie später selbst an. Unser neuer Wagen, die Mercury. Würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal zur Stellenwarte darauf und gucken mal, was uns dort erwartet. Mit dem Kran müssen wir wahrscheinlich irgendwas wieder machen. Könnte ich mir vorstellen. Oder wir müssen Rex Gang hochnehmen. Aber die Frage ist, wie viele Mitglieder hat er denn?
Ist interessant, ich habe gedacht, die Sternwarte wäre direkt hier oben, also bei mir, aber nee, wir müssen noch ein bisschen weiterfahren. Das ist ein kleiner Prank, aber es geht. Boah, ich hoffe, die sieht aus wie die aus GTA oder eher gesagt wie New Life aus Los Angeles. Das wäre sehr schön zu sehen. Das wäre sehr schön, aber ich glaube, das wird nicht Realität. Mhm. Aber es fühlt sich so an, als wäre das wäre hier Lego City eine Mischung aus verschiedenen tatsächlich existierenden Städten. Und wir haben 2,6 Millionen Starts. Wir sind auf dem Weg zu den 3 Millionen. Let's go. Ups. Hallo, wie kann ich helfen? Okay. Rex will, dass wir das Teleskop aus der Sternwarte klauen. Okay, machen wir. Ja, Rex interessiert sich für Astrologie? Natürlich. Sicher nicht für Rex, sondern für den alten Herrn, stimmt's? Stimmt. Hey, Jungs. Den alten Herrn? Natalias Vater. Du hast doch diesen Pressluftbohrer von der Baustelle, oder? Dann benutze ihn. Mann, warum müssen wir eigentlich wieder die Belichtjobs übernehmen? Bro, diese faulen Typen. Dann übernehmen wir mal wieder deinen Job. Glaubst du an diesen Sternzeichenkram? Nö. Liegt besser so. Daran, dass ich Fisch bin. Geil. Glaubt ihr eigentlich an Sternzeichen und deren Bedeutungen? Oder glaubt ihr nicht daran? Aber ich glaube jetzt nicht so stark dran. Aber erstmal interessant so zu erfahren. Aber sowas wie Astro TV kennt ihr alle. Habt ihr schon mal gehört? Ne? Das ist jetzt nicht so das. Geht mir vom einen, sag ich jetzt mal so. Und jetzt kümmere ich mich um den Kran. Hab ihn wohl etwas ramponiert. Ja, setz deine Brille auf. Wer es nicht weiß, im letzten Part, er hat keine Brille auf, deswegen kann er nicht ordentlich fahren. Wer kommt denn da? Rex? Sicherheitsbeamte. Wait. Geil, ich kann die damit außer Gefecht setzen ein bisschen. Zack, das war unser Roundhouse-Kick nach hinten. War bestimmt kein Roundhouse-Kick, aber egal. Matrix-Move nach oben und weg ist er. Können wir jetzt weitermachen? Ich habe jetzt keinen Bock, eine halbe Stunde zu warten, nur weil die Angestellten hier zu dumm sind. Auf jeden Fall funktioniert dieses Ding jetzt wieder. Nice, danke. Ach, wusstet ihr tatsächlich, dass echt Lego einen richtigen Kran rausgebracht hat von Liebherr, also in Kooperation? Wer es nicht weiß, ich verlinke euch mal das Video von Held der Steine in der Bio, auch seine Reaction, also auf jeden Fall, guckt euch das gerne mal an, also... Das hier sieht besser aus als der für ein paar hundert Euro. Die Kabel gehen zur Kuppel. Jupp. Also falls ihr Interesse an Lego habt und ein bisschen Reviews, guckt euch gerne mal bei Hettersteine vorbei. Ich werde ihn euch wie gesagt gleich verlinken und der hat dazu eine Review gemacht. Ist jetzt nicht so das beste Chat gewesen, seiner Meinung. Wer ihn kennt, der weiß, wie er reagiert. Und die Musik ist lauter als gefühlt meine Stimme. Und was ist das denn? Wow. Was ist das denn für ein jetzt dickes Ding? Wir nur noch das Teleskop auf den Laster laden und schnellstens krieg ich hin. Und ich bin tatsächlich immer noch ein bisschen krank, also hoffentlich ist es nicht schlimm mit meiner Stimme, wenn mal irgendwas durchkommt, ein Geräusch. Ich bin krank. Ausrede ist da. Ne? Also hoffe ich mal. Muss ich eigentlich gleich auch noch den Wagen fahren? Jetzt hinten auf den Laster damit. Nach hinten ausgerichtet. So können ja, wir die Talente schon gut. Und jetzt in den Laster mit dir. Ja, okay. Soll ich jetzt wieder fahren oder kommt jetzt eine schöne Cutscene? Ne, wir fahren weg. Ach, wir müssen sogar fahren und er fährt natürlich wieder im Extrawagen daneben bei. Ah ne, er fährt wenigstens vor uns. Och, bitte jetzt keine Polizei schon wieder. Das kann ich nicht schon wieder. Aber die haben echt schon Wagen, aber Bro, warum? Kamen wir Speedboost irgendwie sowas? Ne, haben wir nicht. Ach man. Und er springt so weit, obwohl ich nicht mehr hingefahren bin. Das wird jetzt wieder eine schön langweilige Verfolgungsjagd. Mit meinen schönen Autofahrskills im Zusammenhang. Und der Typ heißt Jojo einfach, wer es nicht gesehen hat. Bro, warum macht ihr die Polizeiautos kaputt? Ey, ja, meine Kollegen. Ja, ich meine Feinde, hallo? Ups, aufpassen, Chase. Boah, wie viele Polizisten ja auch einfach sind. Und hart nach
links, nicht nach rechts, wollte gerade rechts sagen. Denn nach rechts. Uff, aufpassen. Da kommen wir ins Straucheln. Ach, wir fahren wieder zum Bluebell Nationalpark. Mal gucken, was uns da erwartet. Okay, das haben wir geschafft. Gibt es sowas wie Gravitation, die uns zurückzieht bei so einem Sprung mit so wenig Geschwindigkeit? Okay. Oh, die Polizei scheint nicht hinterher zu kommen. Warum jagt sie uns denn, weil die Brücke rum ist? Haben die keine Einheiten hier? Ja, nee, stimmt. Sheriff Huckleberry ist ja hier. Der hat ja nicht so viel Lust zu arbeiten. Oder eher gesagt, nicht so viel zu tun. Obwohl gefühlt hier alles abgeht. In der Bluebell-Mine. Aber sind wir bald da? Oder gehen wir überhaupt in die Bluebell-Mine? Keine Ahnung, ich kann es mir vorstellen. Weil wir hier schon mal waren, wo wir doch die Kung-Fu-Moves gelernt haben bei uns. Wie gesagt, wo ich schon mal einen anderen Part serviert habe, Rex. Gefühlt K.O. geschlagen hat. Gleich geschafft. Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, oh mein Gott, oh, dass ich das verkackt habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Ich habe gerade gedacht, wirklich, ich habe es verkackt. Weil ja diese, weil da ja unten Wasser war. Ich habe gedacht, wenn ich da jetzt reinfahre, bin ich weg. Und wieso sind wir in einem Tunnel? Oha, wo fahren wir denn rein? Was denn das? Die Geheimbase, einfach wie in GTA heutzutage. Alter, hat das GTA geklaut? Alles läuft nach Plan. Hä? Da. Gerade angekommen. Exzellent. Jetzt brauchen wir nur noch das Passwort für den Apparat des Professors. Ich könnte ihn weich kochen. Nicht nötig. Meine Leute haben endlich das Druckmittel, das wir brauchen. Entschuldigung, das ist einfach lustig. Boss, Ihre Webcam ist wieder falsch eingestellt. Was? So was Lästiges. Technik. Und Ihre Stimme klingt so komisch. Ich melde mich wieder. Professor? Damit muss Professor Kowalski gemeint sein. Wohoho, ein Glück, dass ich das mitbekommen habe. Das ist der Truck des Eindringlings. Oh, oh, das war's mit meiner Tarnung. Irgendwo muss er doch stecken. Such ihn. Puh, das war knapp. Ich hasse dich, Fahrstuhl.